So, Hallöchen, liebe Freunde der gepflegten Zombie-Kultur, willkommen zu einer neuen Folge No One Survived. Noch zwei Tage und dann geht mein Spiel los, worauf ich schon lange, lange warte. Ich würde sagen, ich gehe mal da runter in die Siedlung, ich muss looten, ich brauche Essen. Ja, ich habe nichts mehr zu futtern. Vielleicht finde ich auch noch ein oder zwei Rucksäcke. Wäre nicht schlecht, dass ich ein bisschen mehr Stauraum bekomme. Vor allem muss ich dann auch irgendwann mal anfangen, irgendwelche blöden Kisten zu bauen. Ich mache jetzt meinen Holzspeer. Dass meine Eisenstange da unten ein bisschen länger hält. Ich könnte eigentlich auch schon ein... Nee, kann ich nicht. Ja, ich brauche ein bisschen Munition. Ich brauche auf jeden Fall was zu essen. Ich bräuchte scheiß Batterien. Nee, da wollte ich ja gar nicht hin. Da war auch nicht. Ich wollte da hin. Weil die haben ja nach dem letzten Patch haben ja die Hütten, die Innenräume so dunkel wie Elefantenarsch gemacht. Was mir natürlich extrem die Laune genommen hat. Und ich auch deswegen eigentlich das Ganze hier beenden wollte, aber ich habe gedacht, komm. Auf Night of the Dead habe ich zurzeit nicht wirklich viel Lust. Weil irgendwann hat man es auch mal über, ne? Und bei irgendwas um die 2000 Stunden ist mal genug. Ich muss mich zurzeit regelrecht dazu zwingen, eine Runde zu spielen. Und ich habe ja gesagt, ich möchte die Nacht 100 auf Legend noch machen. Ich würde sagen, wir gehen... Erstmal hier die Hütten plündern und dann rüber in den Supermarkt. Oh, fette Erna, bleib doch einfach liegen, du Mistvieh. Ich mach mal nochmal einen. Holz mitnehmen. Wir brauchen Protein. Ich glaube, die haben irgendwie nachgepatcht. Habe ich so das Gefühl. Es ist ein bisschen heller. Und da kommt es mir nur so vor. Das Ding brauche ich. Ich habe ja gesagt, ich möchte nicht mehr die Dietriche benutzen, weil ich habe keinen Bock zu sterben. Buch, das brauche ich. Die Batterien, die brauche ich. Komm, wir nehmen sie mal mit, die Dinger da. Na komm.
Wenn es dann eng wird, kann man immer noch sagen, wir schmeißen sie wieder raus. Eigentlich Unterschiede zwischen den Taschenlampen? Scheinbar nicht. Kochen man eins verwenden. In so einem Scheiß-Tresor bin ich gestorben. Zweimal. Wo ich nehme auch mal so ein Waffeöl mit. Ich weiß nicht, für was ich es brauche. Deswegen können mich diese Truhen da am Arsch lecken. So. Ich werde sterben. Ja.
Dann sterbe ich aber Richtung zu Hause. Nee, ich sterbe hier. Gestorben. Das geht mal schon so ein klein wenig auf die Eier mit der Sterberei hier. Gut, man verliert wenigstens nichts, aber das wird mit Sicherheit noch geändert. Wo ist mein Holzspeer, den ich eben gemacht habe? Ich hoffe, das wird dann mal irgendwann nachgepatcht da. War ich doch schon. Dahin habe ich angefangen. Geht's da? Da geht's hoch. Zucht und Landwirtschaft, Stufe 1.
müssen wir ja bald. Landwirtschaft. Okay, wir brauchen jetzt irgendwie Comic oder ein anderes Heft. Oder Zigaretten, dass wir wieder unsere Ding hochbekommen. Wollmütze, Lederschuhe, kurze Hose. Wir haben ja immerhin Frühling, ne? Jetzt nachgepatcht oder wieso sind die hell, die Wohnungen wieder hell? Kohlenhydrat und Protein. So, ich glaube, Essen habe ich genug. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Batterie nehme ich mit. Der Weste sieht schöner aus. So.
haben keinen Platz mehr, ne? Ich hätte noch gern vielleicht einen Rucksack oder so. Das ist das Fickvieh. Ihr sollt Stoff verlieren, verdammt. Gib mir den Stoff. Na gut. Geh mal heim. Wir gucken mal, was wir bauen können. Ich will auf jeden Fall eine blöde Kiste bauen oder mehrere. So, ich brauche jetzt kein Speer. So, da packe ich erstmal alles, was ich gerade nicht brauche, mal da rein.
Dann bauen wir mal uns ein Regal. Moment, stopp. B. Nee, Hammer. So, da irgendwie Einrichtung. Genau. So, hier soll ja die Werkstatt hin. Das heißt, wir machen mal hier ein Regal hin und hier ein Regal. Genau. So, dann machen wir noch ein paar Kisten. Kisten, Kisten, Kisten. Einmal, zweimal, einmal. Bis ich das gerafft habe, wie das geht. Ich habe alles versucht, da was ins Regal zu legen. Und es wollte und wollte und wollte nicht. Na, nimm doch den blöden Hammer aus der Hand jetzt. Blanken, Blankenese, uns fehlen Blanken. Blanken, 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 Blanken. Gib mir die Blanken. So, dann könnten wir doch im Prinzip schon mal anfangen und. Ja, ich hab grad nichts. Doch, wir könnten das Essen schon mal in Rek. Kiste unterbringen. Da war das schon mal raus aus dem Inventar. Wir müssen dann was gucken, dass wir immer das, was zuerst abläuft, dass wir das auch verkochen. Deswegen würde ich sagen, wir brauchen erstmal das auf, was wir da jetzt haben. Yes, Gott, mach doch den Scheiß jetzt dahin. So, dann können wir jetzt, würde ich sagen, die Teile hier. Packen wir mal rein. Dann machen wir jetzt mal die Teile da in die Kiste. Beziehungsweise, warte mal, mal gucken, was wir noch bauen könnten. Die Scheißdinger brauchen halt einen Haufen Platz hier, ne? Das ist schon pervers. So, dich mache ich auch mal darüber. Und dich packe ich auch mal da rein. So. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Oder warte mal, was könnte ich noch bauen? Ziegel. Brauche ich 3 Leben? Habe ich noch nicht. Okay. Da kann ich mal nichts bauen. Wie sieht's denn aus? Was würde denn Sinn machen? Einfache Teile. Da brauche ich einen Eisenbarren. Okay, das ist scheiße.
Okay, brauche ich wieder Eisenbarren für Aluminium. Da bräuchte ich Baumstämme. Ja, jetzt habe ich alle drei Baumstämme verheizt. Jetzt holen wir uns welche. 6. Nutzen wir die Nacht. Nur ein Holz. Auch wenn ich jetzt gerade nichts sehe. Scheiß Kisten da im Inventar. Komm, pack mal die Kisten. Pack die mal da rein. So. Ne? Da bräuchte ich die Stufe 1. Komm, gepenne. So. Könnte ich das Futterregal, das Trockenregal, könnte ich das, achso, das muss ich erst lernen, ne? Maschinenbau und Schneider 1. Maschinenbau? Wow, okay. Könnte ich das Regal, warte mal, Außenbereich? Einrichtung? Nee, passt da nicht hin, schade. Ich hätte gern die. Komm, wir machen da ein paar Planken draus. Na, ne. Achso, ich hab nichts in der Hand. Ist auch so ein Blödsinn da. So. Ich würde sagen, wir machen mal Schluss mit der Folge hier. Ich laufe jetzt nochmal los und gehe ein bisschen Grams looten. Ich meine, es ist immer dasselbe. Von daher muss ja nicht zwingend jemand mit. Ja,
Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Geduld und nicht vergessen, hat es euch gefallen, lasst einen Daumen da, schreibt einen Kommentar und vielleicht noch das ein oder andere Abo. Winke, winke und ciao, ciao. Ich wollte gerade sagen, willkommen zurück. Ciao, ciao.